schon mal Pfanne und Fischstäbchen zurecht, denn heute Abend wird gekocht. Hier bei uns Brutzel Brutzel für euch. Wir werden immer volkstümlicher, immer familiärer. Kein Wunder, meine Damen und Herren, dass wir zum 41. Mal hintereinander zur beliebtesten Show in Köln-Mülheim gewählt worden sind. Von einer Volksschule. Dankeschön. Vielen Dank, herzlichen Dank. Und ich muss Sie warnen, wenn Sie hierher, sind Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher gekommen? Nein. Die meisten mit dem Auto, obwohl wir auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sind. Ich muss Sie warnen, bitte, bitte, bitte lösen Sie ein Ticket. Schwarzfahren wird teurer. Statt bisher 30 in Zukunft 40 Euro Strafe. Das heißt, wer nicht erwischt wird, spart jetzt noch mehr. Hier in Köln, Moment. Moment. Wenn Sie hier in Köln beim Schwarzfahren erwischt werden, zahlen Sie dann 30, 40 Euro, ja? Und dann bekommen Sie eine Spendenquittung von der SPD. Bei uns zu Gast, erfolgsverwöhnt zum zweiten Mal bei uns zu Gast, auch mit einem Teil einer New Company ihres Imperiums, hier wenige hundert Meter entfernt in die Nachbarschaft gezogen, haben jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Momentum, die Kraft, die Werbung heute braucht. Für alle jungen, kreativen Menschen, die sagen, okay, ich habe eine Tube Gel und eine schwarze Hornbrille, ich gehe in die Werbung. Das ist das Buch, das ihr braucht, denn hier steht es drin, wie nicht nur in die Werbung geht, sondern auch dort bleibt. Momentum, heute Abend bei uns Olje Jung und Jan Renny von Matt. Holger Jung, Jean-Remy von Matt. Die meisten Werbungen sind echte Klassiker, was sie gemacht haben. Sixt und Audi. Jever und Audi und. Wir werden die beiden sehen auch beide sehr, sehr gut aus. Ist auch gut für unsere Damen, dass mal attraktive Herren hier zu Gast sind. Absolut. Nicht immer nur diese kleinen Luder aus den Vorabendserien und den Spätabendnachrichten. So, jetzt aber erstmal hier, liebe Kinder, das ist für euch. Schaut mal, hier hat Fatih schon aufgebaut. In der Wohnküche, vielleicht können Sie zu Hause auch riechen. Es wird gleich gebrutzelt. Oh, ich sehe, man hat gegenüber der Probe noch einen neuen Schieber. Und wir nennen natürlich, weil wir alles bezahlen, weil wir kein billiges Product Placement machen wie im ZDF, ja, wir nennen die Markenartikel, mit denen wir kochen. Ja? Und das hier ist zum Beispiel, das ist noch nicht die Spitze des, wie nennt sich das, für mich heißt das Eierschieber. Küchenchef. Das heißt Küchenchef? Ich kenne das als Küchenchef. Das ist der Küchenchef? Wenn du in so einen Laden gehst, wo es Küchenchefs gibt, darfst du einen Küchenchef bitte, dann kriegst du das. Ja, wenn ich in einem Restaurant bin, wo es einen Küchenchef gibt? Ja. Könnt ihr mal den Küchenchef holen? Was soll der Trottel mit der Mütze? Ich meine das hier. Das heißt Küchenchef? Ja. Für mich ist er eine Eierschieber. Eierschieber. Den gibt es mit Plastikgriff. Pfannenwender vielleicht noch. Wie? Ein Pfannenwender. Wieso, ich wende doch nicht die Pfanne. Ja, du schiebst ja auch nicht die Eier. Doch. Weltklasse Spitzenpfanne. Die macht bestimmt Krebs! Das merke ich schon am Gewicht. Weil ich habe ja Pfannen, die sich die Astronauten in Apollo 17 auf den Kopf geschlagen haben. Und deswegen haben wir jetzt diese Mega-Pfannen. Fissler? Ich glaube, es ist Fissler. Bin mir nicht ganz sicher. Mein Eierschieber ist von Rösler. 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 Das ist nicht Rösler. Das hier ist Inox. Inox ist auch gut. Oder ist es das Material, aus dem das vorne ist? Ja. Wie nennst du das hier? Ja, genau. Müssen wir bei Adam und Eva anfangen. Jetzt müssen wir uns Küchengeräte erklären. Ja, aber das heißt doch alles so. Das eine ist aus Holz, das andere ist aus Metall. Das heißt Küchenchef? Ja. Das ist für mich ein Kochlöffel. Ach, das ist doch kein Kochlöffel. Also, entschuldige mal bitte. Also wirklich, das ist doch kein Kochlöffel. Sieht aus wie ein normaler Löffel aus Holz. Das ist kein Kochlöffel? Wie sieht ein Kochlöffel aus im Gegensatz zu dem hier? Ja, also ein runderer Stiel und... Loch drin. Ja, genau, und ein Loch. Das ist drin. Doch nicht abhängig von der Form. Das ist ein Design-Kochlöffel. Das ist doch kein Kochlöffel. Das ist ein Original Jean Alesi van Stark Ecolani-Kochlöffel. Die sind eigentlich, ich meine, sie wirken irgendwie rustikal, aber der ganze Siff sammelt sich vorne an. Die kriegst du nicht mehr sauber. Ja, aber nachdem die in der Spülmaschine waren, dann noch den... Moment! Legt man das in die Spülmaschine? Ja, logisch. Nein. Ach, nein, das legt man nicht in die Spülmaschine. Ich habe es auch jahrelang oben reingelegt. Oben. Ja,
Tischen zwischen aufrecht und im Besteckkasten? Nie. Wenn, dann legt man es oben aufrecht unten in den Besteckkasten. Und ich sage es immer wieder, ich habe es mehrfach gesagt. Ich sage es immer wieder, weil ich eine warnende Funktion hier habe. Geben Sie die Gabel nicht, wie Herr Antrag sagt, mit den Zacken nach oben rein, sondern mit den Zacken nach unten. Denn ich erzähle es zum dritten Mal, die Gattin von Blackie Fuchsberger ist mit der Brust in die Gabel gefallen. Und im Krankenhaus hat man gesagt, Herr Fuchsberger, wenn Sie es nicht wären, müsste ich die Polizei holen. Ich weiß, dass ich es schon oft erzählt habe, ja? Aber man kann es nicht oft genug erzählen. Also das ist ein Küchenchef. Ja. Das ist auch ein Küchenchef aus Plastik? Ja. Das war gar nicht schön. Nee. Wir brauchen in Zukunft ganz hochwertiges Küchen, weil das Merchandise ist. Ich möchte eine Küchenreihe rausgeben. Die Harald-Schmidt-Küche. Ja, die besteht aus einem Handy und da ruft man den Pizzaservice an. Ministerpräsident Clement locker machen. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen, mit für drei Küchenchefs. Lassen Sie mal was rüberwachsen. Ja, die haben Arbeitserlaubnis. Einer aus Holz, einer aus Plastik, einer mit dem Plastikgriff. So, das kommt aber erst später. Das waren kurze Grundlagen, damit wir uns verständigen können. Das Klassenbuch. Heute haben wir den 4.4. Ja. Da passt einmal wieder der Satz, Kinder, wie die Zeit vergeht. Die Woche bald schon wieder rum. Haben wir das in Zeitlupe? Das sah cool aus. Haben wir nicht in Zeitlupe. Die Zeitlupe ist vermietet. Ab 16 Uhr ist die Zeitlupe vermietet. An das Vox Kochstudio. Doch, kommt die Zeitlupe kommt. Ich höre gerade von der Regie, die Zeitlupe kommt. Hallo Houston. Werner Seefahrt, sind wir jetzt soweit? Und die Zeitlupe kommt? Hier ist die Zeitlupe. Sehr schön. Sauber eingedreht. Optimal losgelassen. Und sauber vom Tisch weggekommen. Ja. Donnerstag, der 4.4. Thema heute, Küchenchef, Schwarzfahren und Fisslerpfannen. Eine gute Pfanne kostet mindestens 150 Mark. Ach, nee. Da gibt es gute Fissler und natürlich auch andere Markenprodukte für 30 Euro. 60 Mark. Ich habe jetzt beschlossen, für mich den Euro wieder abzuschaffen. Ich rede alles in Mark und rechne es dann in Euro um. Ich denke in Mark, ich zahle in Mark, ich rede in Mark und dann rechne ich es halt um, weil ich diesen Euro habe. Ja? Aber ich weigere mich, in Euro zu denken, kann ich nicht. Mein Gehalt ist auch so klein geworden. Es macht gar keinen Spaß mehr. So, und natürlich Jung von Matt, die erfolgreichsten Werber der Welt. Krankheitsfälle heute? Keine. Es ist der Frühling. Es ist der Frühling und die Wirtschaftslage. Gesunde, stabile, junge Menschen. Ich habe aber ein besonderes Vorkommnis. Was denn? Heute sind das erste Mal in unserer Firma die Automatenjalousien runtergegangen. Der Sommer kommt. Oh. Diese sensorgesteuerten Jalousien, die bis zu viermal pro Minute rauf und runter gehen. Die uns eine große Freude machen. Ja, ach, das muss ich sagen. Jalousien funktionieren kann man nicht sagen, aber haben sich bewegt. Ja. Jalousien bewegen sich. Das sind computergesteuerte Jalousien mit Sensoren. Das können wir vielleicht den Damen und Herren in einer späteren Sendung mal zeigen. Ja. Wenn draußen die Sonne in einem Einfallswinkel von 0,3 Alpha größer Pi minus Y auf diesen Sensor drückt, gehen die Jalousien runter. Wenn eine Wolke die Sonne verdunkelt, gehen die Jalousien wieder hoch. Und dann verdrehen sie sich noch in sich. Fantastisch. Man kommt oft rein, morgens um 8 Uhr in ein stockdunkles Büro, weil draußen ein kleiner Sonnenstrahl ist. Und mittags zieht man sich nackt aus, weil 80 Grad nicht mehr abgehalten werden. Weil der Auffallwinkel auf den Sensor nicht mehr. Stimmt. Ich habe bestimmt erste Schadensersatzklagen bald wegen Sonnenbrand und irreparable Hautschäden. Von Mitarbeitern, die während des Schlafens im Genick. So, jetzt alles eingetan. Okay. Liebe Kinder, heute wende ich mich besonders an euch. Mal ganz ehrlich, was bringt euch denn Mutti immer auf den Tisch mit diesem Satz? Isst mal, das ist gesund. Rosenkohl, Brokkoli, Möhren, Lauch, schmeckt das? Nein, wir kochen
kochen für euch etwas, was ihr wirklich gerne esst. Wir kochen das, was Kinder wirklich mögen. Das ist nur für euch. Heute wollen wir die Kleinen mal verwöhnen. Heute kochen wir, was Kinder gerne mögen. Ja, und was mögen Kinder gerne? Vieles. Wir haben gesagt, wir fangen mit einem klassischen Kindergericht an. Was ist das denn hier alles? Ach so, das ist nachher für die Bundeskanzler.de ja. Website. Und wir zeigen Ihnen heute, wie Sie die Unterschrift unseres Bundeskanzlers originalgetreu nachmachen können, falls Ihre Bank Ihnen Schwierigkeiten macht oder so. Unterschreiben Sie in Zukunft einfach mit Gerhard Schröder. Es ist einfacher, als es glaubt. Und Sie haben nie mehr finanzielle Probleme. So, Gericht Nummer 1 für euch, liebe Kinder. Fischstäbchen. Wir haben uns überlegt, sollen wir lang rumhüsteln, geheim, no name? Nein, wir nehmen Captain Iglo von Iglo. Ja. Die tollen Iglo-Fischstäbchen nur von Iglo. Es gibt natürlich auch viele andere Fischstäbchen. Oh ja. Ja, von Dr. zum Beispiel. Oetker. Von wem? Dr. Oetker. Von Dr. Oetker, ein Traum. Ja. Von wem noch? Ja, so A und P, diese ganzen Billigsorten. Ja, alle fantastisch, alle ein Traum und im Grunde auch alle dieselben Fischstäbchen, seien wir ehrlich. Naja gut, das wissen wir nicht, aber die fangen doch auch keine anderen Fische, oder? Verwöhnte Panz zu Hause. Weil die Kinder sind von der Werbung so versaut. Ich werde mal nachher Herrn Remy und Herrn Matt fragen, ob sie das moralisch verantworten können, Kindern schon ganz früh auf Markenartikel zu polen. Heute Fischstäbchen. Zu Fischstäbchen brauchen wir gute deutsche Markenbutter aus Holland. Und das ist ja natürlich die erste Glaubensfrage. Oder unsere fantastische, tolle Rama. Rama ist ein Traum. Rama ist super. Aber nicht jedermanns Geschmack vielleicht zum Kochen. Ich stelle sie mal hin, denn es geht auch mit Rama. Ihr wollt das ja zu Hause nachmachen. Jetzt ist die Frage, ich koche Fischstäbchen zum Beispiel mit Öl. Ich sage auch Fischstäbchen kochen, ja, obwohl wir das natürlich braten. Aber ich sage auch, ich koche mir einen Kaffee. Ich koche mir ja gar keinen Kaffee, aber ich meine, früher, als ich mir Kaffee gekocht habe, ja, sage ich, ich koche mir jetzt einen Kaffee. Schönes Wasser, Karo-Pulver rein, heißes Wasser aus der Leitung drauf. Schon war die Party im Studentenwohnheim fertig. So. Frage ist, nehmen wir Tomi, das reine Sonnenblumenöl, oder nehmen wir Villa Labbadia, natives Olivenöl extra, Olio extra vergine di Olivia, kalt gepresst, handgeschleudert, Badia, Florenz, Italien. Das ist natürlich für den Feinschmecker. Oder hier für den Öko, Rapso. Cholesterinfrei, das ist ja ganz wichtig. Weil das sind mit den Cholesterinwerten. Es gibt ja ganz liebes Cholesterin, ja, das lässt die 100 werden. Und ganz böses Cholesterin, das lässt sie auch 100 werden, aber mit schlechtem Gewissen. Das muss man vom Arzt checken lassen. Ja, klar. Meine Cholesterinwerte weiß ich auch nicht. Weißt du deine? Oh, aber die sind super. Ja, ich würde sagen, in einer Zeit, in der so viel Negatives geredet wird über italienische Freunde, die nach Deutschland kommen wollen oder was weiß ich, aus Solidarität mit unseren italienischen Freunden. Echt? Italienische Olive. Was echt? Du machst Fischstäbchen mit, das ist doch, der Eigengeschmack ist viel zu hoch, finde ich. Von was? Ja, von Olivenöl. Ja, will man denn den Eigengeschmack von Fischstäbchen? Mach's halt mit Olivenöl. Was? Mach's mit Olivenöl. Ja, womit machst du's? Mit Butter. Da mache ich mit Olivenöl und Butter. Nein, wir machen jetzt, haben wir noch eine zweite Pfanne? Ja, obwohl die eben habe ich. Wir machen es jetzt zu Hause für die verwöhnte Zweipanz-Familie. Ja? Der eine frisst es nur mit Butter und der andere mit Olivenöl. Ja, okay. Ja? Okay. Ja? Und der Bilo-Dad kocht für beide, damit sie wenigstens für eine Stunde. Guck mal, solange noch Fernsehen. Wieso gehst du denn weg? Sieht danach auf Tom Gerhard in. Moment, Anke ist doch erst später dran. Also, Hausmeister Krause um Viertel vor. Der Fun-Freitag in Sat 1. Los geht's mit Was guckst du mit Kaya Janach? Auch viele Frauen hier, Kaya ist der Frauentyp. Freuen Sie sich danach auf Tom Gerhard in. Moment, Anke ist doch erst später dran. Also, Hausmeister Krause um Viertel vor 10. Das wollen wir nochmal sehen. Und danach ganz bestimmt Anke Engelke in. Ja! Anke Engelke in Lady Kracher. Also irgendwie möchte Chlorik schon mal mit einer Frau schlafen. Ja. Und danach um Viertel vor 11. Um Viertel vor 11 die Couch Cowboys. Jeder achte Mann hatte schon mal Sex mit einem Haushaltsgerät. Also nochmal von vorn. Erst was guckst du, dann Hausmeister Krause, dann Lady Kracher und zu guter Letzt die Couch Cowboys. Der Fun Freitag, morgen in Sat 1, powered by Emotion. So, wir kochen heute Fischstäbchen.
Stäbchen. Die Werbegurus Holger Jung und Jean-Remy von Matz sind zu Gast. Und wie das so ist mit den verwöhnten Kindern, wenn man nicht rechtzeitig einen Riegel vorgeschoben hat. Der eine mag es nur mit Olivenöl, die Fischstäbchen, der andere nur mit Butter. Also mache ich es für beide. Ich nehme dazu einen hässlichen, aber populistisch wirksamen SPD-Plastikküchenchef, den Original Franz Müntefering. Für Fußball tue ich alles. Randschmier-Butterlöffel. Oh nee, das esse ich nicht. Stop it! Was ist es nicht? Ja, mit dem ganzen Fett, was. Das muss ich machen, weil bei mir zu Hause die Nachbarn durchs Fenster gucken. Das heißt, ich kann es mir nicht leisten. Okay. Soll ich wieder rausholen ein bisschen? Nein, nein, nein. Was mache ich da mit der Butter? Karel hätte einen Assistenten, der die Hälfte der Butter jetzt frisst. Hier ist mal fertig. Okay, Rudi. So. Ja, soll ich es doch mit dem großen Klumpen Butter machen? Ja, ja, mach mal. Ja, wieso? Magst du es nicht? Das ist gesund. Ja. Na, das ist gut, haben wir zu Hause auch immer gemacht. Das ist gut für die Nerven. Joi, Babuschka. Das ist so schön, dass der Kanzler uns geholt hat. So, jetzt. Ich muss natürlich mit zwei Küchenchefs fummeln, weil ich darf ja nicht aus ästhetischen und gesundheitlichen Gründen fallen, mit der Herzkasperbutter in die Sie werden 200 Olivenpampe. Alte Frage, müssen die Fischstäbchen vorher aufgetaut sein? Nein. Nein, die legen wir kalt hinein. Ich kenne auch Kinder aus Familien, wo es nicht so ganz im Sinn des Familienministeriums lief. Die haben mittags zu Videos die Fischstäbchen einfach aus der Packung raus und gegessen. Sind auch was geworden. Sind auch was geworden. Sehen schon lecker aus. Oh ja. Ja? Oh, ich hab schon Hunger. Man wartet jetzt natürlich, bis das Fett schön heiß ist. Und Servietten haben wir auch hier und Teller. Dann kann ich ja das schon mal wegräumen. Der Original-Single-Sprech immer sagen, was man macht. Das räume ich gleich mal weg. Das stelle ich mal dahin. Das brauche ich ja nicht mehr. So, das ist die Rama. Die ist ganz toll, aber die will heute keine. So, die Butter habe ich auch nicht mehr. Die mache ich schön zusammen. Kommt ganz hinten in den Kühlschrank rein und macht in 3 Wochen selber den Kühlschrank auf. Zum Frühstück. Sehr gut. Was für ein Bier trinkst du heute? Ich trinke heute, passend zu Captain Iglo, ein Schönbuch Polarweizen. Polarweizen? Ja, toll. Ne? Guck mal hier das Glas, wie lecker kalt das aussieht. Ein Traum. Ja, wieso heißt es denn Polarweizen? Weiß man das? Nö. Ist das der Schönbuch bei Stuttgart? Ich glaube, ja, ist, warte mal. Eine 7er Postleitzahl? Moment, ein bisschen. Zwischen Stuttgart und Tübingen? Böblingen. Böblingen, das ist der Schönbuch. Ein wunderbares Naherholungsziel. Ziehen sich bitte Kordkniebundhosen und ein rot-weiß kariertes Hemd an, wenn Sie dort wandern gehen. Und haben Sie ein fröhliches Lied auf den Lippen. Und bitte cremen Sie sich nicht ein, weil ich möchte, was ich jetzt sehr mag, sind diese leicht rot verbrannten Kurzurlaubsgesichter, die man jetzt so sieht mit Beginn der Sonne. So, jetzt stelle ich mal hier klein. Ja, ja, ja. So. Was übrig bleibt, bringt der Opa aus der Pfanne aus. Au, 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 aber nicht die Bedienungsanleitung kaputt. Wieso? Das kocht man nur frei Hand. Du brauchst so bald keine Bedienungseinladung. Wie lange? Ja, entschuldige, bis sie durch sind. Ach so. Okay. Man hat immer ein Kind zu Besuch, das erstmal probiert. So, und dann siehst du entweder zu kalt oder dann war es zu heiß. So. Solche, Achtung rein, Vorsicht, heiß. Oh. Spritzt gar nicht, vielleicht kein Fisch drin. Ich muss aufpassen, dass ich mir kein Sägemehl auf den Anzug mache. So. Das hat aber nicht diesen typischen Fischstäbchen-Zischbrutzelgeruch, oder? Oder Sound. Es müsste doch einmal so... Ja, dreh mal voll auf. Also. Ja, hab ich.
es riecht schon, oder? Es riecht lecker, finde ich. Dieses Olivenöl wird überhaupt nicht heiß. Ach so, doch, jetzt wird es heiß. Oh, 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 und jetzt gebe ich es mir hier rein. 2, 4, 5. Ah, da guck, hier ist das, das sage ich doch. Das ist das gesunde italienische, vom italienischen Staatschef persönlich benutzte Olivenöl. So. Lecker. Die werden irgendwie schneller. Cross, sagt man cross? Ja. Als die hier in Butter. Was ist das denn mit der Butter? Wird die Butter nicht richtig heiß? Das ist natürlich die schwächere Platte, auf der das hast. Die andere ist die Schnellkochplatte. Ah, aber da bin ich ja ein routinierter Koch, denn hier ist es ja schon heißer, also stelle ich mir da. Und die ist kleiner und kocht aber schneller. Ja. Das muss man nämlich auch sagen, das nächste Mal. Da ist ja der rote Punkt drauf. Wo ist da der rote Punkt? Tu mal die Pfanne nochmal hoch. Ach so. Der rote Punkt heißt für mich Baugenehmigung. Was heißt das? Im Fenster, der rote Punkt heißt Baugenehmigung. Ach so, echt? Der rote Punkt auf der Platte heißt, diese Platte kommt schneller. Aber auch bei größeren Herden. Also jetzt kommt sie aber auch. Hallo. Oh, jetzt kommt sie. Das riecht ja schon. So ist es gleich. Ja, ich bin gleich so, trink noch eine Cola so lange. So. Ich muss das jetzt hier mit dem Butterquirl hier rein. Nee, heißt nicht Quirl, wie Küchenchef. Hm. Küchenchef. Ja, jetzt, also. Das war eher frittiert als... Was? Nee, das ist so. Das ist diese alte ukrainische Fischstäbchen-Machweise. Kinder mögen das, weißt du, wenn es nicht so konventionell zubereitet ist. Oh, jetzt riecht es. Hier riecht es toll. Und es brennt nicht an. Ah, jetzt hört man hier auch, das wird so toll. Das wird ganz toll. So. Söhrchen. Sehr gut. Welches war jetzt für was? Ist wurscht. So, lege ich da hin. Und dann stelle ich schon mal die Teller hin. Mit Servietten. Das ist aber kein Porzellan, oder? Nein. Das ist Plastik. Ja. Und gerade wenn man in gesundem Olivenöl gekocht hat, besonders wichtig, Tomis Remoulade. Gourmet-Remoulade. Gibt es auch von Frenzen, glaube ich. Ja. Und von Kraft. Kraft ist auch fantastisch. Ja. Ich mixe mir die alle drei gerne zusammen. Frenzen, die vierte auch noch. Kühne, Kraft und Tomi. Kühne, sehr Kühne. Gut. Und zwar im Mund. Ja. So, die machen wir mal auf. Frisch für. Ist die lecker. Das ist ein so schönes Gefühl, wenn man eine frische Remoulade hat, wo man weiß, da kann nichts passieren. Da ist alles frisch. Eieiei, jetzt werden die schon braun, ne? Ja, die werden braun, aber sie sind noch nicht. Sie können noch ein bisschen was vertragen. Schade, bei Bio gäbe es jetzt einen Wein. Eigentlich schon vor Beginn der Sendung. Aber das haben wir hier nicht, weil es schauen ja noch Kinder zu. Ja. Es ist ja für Kinder. Ja. Demnächst kochen wir vielleicht Nutella-Brot mit strammen Max drauf. Das originale Kinderfrühstück. So. Sehr gut. Wer will denn wie viel? Susanna, wie viel möchtest du? Eins, und zwar bitte mit Olivenöl. Selbstverständlich. Helmut? Ich würde auch gerne mal das Olivenöl probieren, weil in der Probe hatte ich schon so viel Butter. Wie viel? Zwei. Manuel? Ich nehme das, was in der Butter liegt. Komplett? Ja, wenn es kein anderer will. So, ich glaube, die sind soweit. Also das in der Butter ist es. Dann kriegt Manuel, ich wende es für dich noch einmal, Manuel. Das ist nett, Harald. Weißt du, damit es schön durch ist. Ja. Das ist aber lecker. So. Dann kriegt Manuel die 5 aus der Butter. Ah. Ein Traum. Und dazu ein Weizenbier. Ist es ein Weizenbier? Ja. Bisschen Butter drüber oder nicht? Nein. Mit Remoulade? Nee, ohne. Ohne. Wollt ihr Remoulade? Helmut? Ja, bitte. Helmut Remoulade. Einmal hier kann ich abstellen. Jetzt komme ich aber ganz schön in die Hektik. Gar nicht so einfach. Diese komplizierten Menüs. Nächstes Mal koche ich was Einfaches. Eines. Darf aber ich wenn mal anfangen noch... oder warten, bis bitte? Alle haben? Warten, bis alle haben. Nee, fang ruhig an. Ja. Das ist doch gesagt. Fang doch schon an. Aber ich bitte euch, es wird doch kalt. Ich glaube, heute ist es nichts geworden. Der Boden ist so weich. Ah, nee, das ist bei Obstkuchen. Ja, so. Helmut, guck
holt es euch bitte ab und ich esse drei aus Olivenöl. Helmut mit Remoulade. Ja, bitte. So, es ist natürlich unhöflich, dem Studiopublikum hier nichts anzubieten, aber das geht nicht wegen des Geruchs, wisst ihr. Ich kann nicht den Fischgeruch hier. Hast du mich auf den Anzug gekleckert? Nee, aber ich bin fast gefallen. Mit der Remoulade auf mich draufgefallen? Ja, fast. Ich war noch nie so nah. Ja, hier, das ist das eins. Das meins. Hm? Wieso kriege ich nur eins? Du wolltest doch nur eins. Willst du noch eins? Zwei. Hier, darf ich mit dem Finger nehmen? Ja, natürlich. Möchtest du was Remoulade? Ein Traum. Während wir also, schmeckt's? Super. Ja, super. Ja. Während wir hier Fischstäbchen essen, und Sie können es zu Hause mal sehen, es ist so einfach. Es wird kompliziert, aber es ist sehr, sehr einfach. Wichtig ist, dass es liebevoll zurecht gemacht ist, denn das Auge isst ja mit. Zwei Fischstäbchen mit, ich hoffe, es ist Remoulade, was ich aus dem Glas geholt habe. Ist ein bisschen sehr wackelig in der Konsistenz, aber es ist mit Sicherheit Remoulade. Na klar. Oder? Ja. Was soll es sonst sein? Ja, eben. Ja, eben. Natürlich ist Remoulade. Heute startet unser Kollege Sven Olaf Schmidt, bekannt als der scharfe Sven aus der Requisite, seine wahrscheinlich demnächst legendäre Sven Olaf Schmidt Show im Internet unter www.schmidt.de. Das ganze Team wird nach und nach bei uns bei ihm zu Gast sein. Das sensationell, konzeptionell Neue ist, er moderiert die Show nackt. Ja. Und wir können einmal reinschauen. Es lohnt sich wirklich. Ein großartiges Konzept. Würde mich nicht wundern, wenn das ZDF das bald auch um 20.15 Uhr zeigen will. Das ist Sven. Mesdames et Messieurs, und hier kommen die Sven Olaf Schmidt Show. Viel Spaß damit. Friends, recht herzlich willkommen zur Sven Olaf Schmidt Show. Erstmal geht es wieder wie immer um unser nackten Liebling des Monats. Diesmal Dirk Bach. Seht ihn euch genau an. Ein Wahnsinnstyp. So, dieser mein Gast hier ist Ralf Kabelka. Hallo. Hallo. Na? Alles Roger? Alles klar, willst du eine Zigarette? Ja, gerne doch. Oh, du brauchst auch Bier. Ja. Hm. Hast du auch Feuer? Nee. Hast du Feuer dabei? Nee, ich hab kein Feuer dabei. Bist ja auch nackt. Kann ja auch gar nicht gehen. Nee, ich hab kein Feuer. Lass mal noch rauchen, was? Bewegung. Mahlzeit.
Mhm. Aha. Haben Sie gehört, daneben wurde eine Atombombe aufgeworfen? Ja, aha. Mhm. Aha. Brauchst du einen Zahnstocher? Das soll man übrigens auch nicht nehmen, Zahnstocher, sondern Zahnseide. Diese aufgeraute. Ich habe Zahnseide im Durchmesser vom Pfeifenreiniger. Wegen meiner Taschen. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn der Kanzler morgen sagen würde, ich bin ein Fischstäbchen? Wahlberechtigt heute 237, gültige Stimmen 213, Wahlbeteiligung 89,9%, CDU, CSU 26,8%, SPD 31,5%, Grüne 16,4%. FDP 16,9% und PDS 8,5%. Ein eindeutig neuer Trend. Ja. Ein eindeutig neuer Trend. Die Grünen fast so stark wie die FDP. Ja. Und die PDS wird immer stärker. Die wird immer, immer stärker. Und die SPD hat auch ein bisschen zugelegt. Ja, wieder über 30%. Ja, für die CDU, CSU tut sich irgendwie gar nichts. Woran liegt das? Kommt noch. Kommt noch. Ja. Ich glaube auch. Außerdem, wir werten es ja nicht. Wir sind ja nur die objektiven Übermittler. Kurze Pause, meine Damen und Herren, in denen Sie sich vielleicht Fischstäbchen machen oder noch ein Glas Remoulade holen, um es on the rocks zu trinken mit einem Schuss Campari. Und dann Jean-Rémy von Matt und Holger Jung. Hier sind die Gründer. Herzlich willkommen, Jean-Rémy von Matt und Holger Jung. Willkommen. Hallo, bitteschön. Wir haben noch was mitgebracht. Ich sehe es schon. Das persönliche Exemplar von uns beiden. Jeder den Teil, den er geschrieben hat. Das ist ja toll. Ist deutlich schneller als das Werbeexemplar auf dem Tisch. Ja, und das ist ja auch eigentlich sozusagen schon der ultimative Party-Scherz, so als Opener. Ja, ja, sagen, hier ist das Buch und dann nehmen wir... Wir haben aber drei Versuche gebraucht, weil wir es zuerst so rum aufgesägt hatten und das war dann logistisch schwierig. Weil dieser Teil der Blätter rausfällt. Ja, es fällt raus und es hätte uns auch getrennt. Also es genau. Und so ist es sozusagen ja auch ein schönes Partyspiel zusammen bei Gästen, wenn es später ist, in welcher Reihenfolge muss es richtig gelegt werden oder so. Ja. Ihr seid übrigens ja mit einem Teil eurer AG jetzt Nachbarn hier bei uns, ja? Herzlich willkommen auf unserem schönen Festgelände. Wie viele Mitarbeiter sind das? Sieben. Ja. Und was machen die hier? Warum sitzen die nicht alle in Hamburg? Na, wir suchen deine Nähe. Wirklich? Ja, deine inspirierende Nähe, das ist schon ganz gut. Das ist schön, dass ihr das so seht, ja. Wir hoffen immer noch, dass ein Gagschreiber vorbeikommt und so kurz mal so die zündende Idee da lässt. Wirklich? Ja, machen die da auch Werbespots da drüben in diesem ehemaligen Getränkehandel oder was machen die? Also das war ein kleiner Getränkehandel, es wurde jetzt fabelhaft umgebaut, sieht ganz toll aus, toller Parkettboden und so, sehr stylisch. Nee, die gehen eher so in deine Richtung, machen so Veranstaltungen und mit vielen Leuten, Events. Getränke. Events. Neudeutsche Events. Kochen. Ja. Also das heißt, bei denen kann ich eine Party organisieren für mich zu Hause oder was machen die? Ja, du kriegst, wenn du deine Fischstäbchen ein bisschen netter servieren willst, dann kriegst du die Hostessen, die Fischstäbchen servieren und garnieren mit so kleinen Fähnchen zum Beispiel, damit das aussieht wie Käsehappen. Und solche Ideen machen die. Das machen die da. Die entwerfen das dann. Ja. Die Fähnchen. Wie läuft's da? Es läuft ganz gut an, obwohl es sind ja alle Klagen und warum sollen wir das nicht tun? Es sind natürlich schwierige Zeiten. Wirklich? Ja. Aber ich meine, bei euch läuft es doch bombastisch. Ist es richtig? Bei euch wird erstmal eine halbe Stunde gefrühstückt in der Agentur jeden Morgen? Das stimmt. Bevor es mit der Arbeit losgeht, wird gefrühstückt. Ja, essen denn diese Werbe überhaupt? Das sind doch alle drahtig, fit, Frauen wie Models. Also nach dem, was sie essen, wundert es mich auch mit der Fitheit. Ja? Ja. Ja, aber man sitzt drum um eine große Tafel und frühstückt, oder wenn wie kann man sich das vorstellen? Steht, das macht schon mal, das bringt schon man mal. Läuft, das ist noch schlimmer. Also man sollte sitzen und essen, aber es kommt natürlich jeder um 9 Schluss, es kommt jeder ungefähr 2 Minuten vor 9, dann wird gewettet, wie viele Brötchen kann man erstens belegen in 2 Minuten und dann wegjonglieren. Genau, bis zu 12. Um 9 Uhr zu erreichen, muss man ja in die Firma rennen. Ja, genau. Da geht das alles wieder runter. Und dann nehmen Sie mit an den Arbeitsplatz? Dann nehmen Sie mit an den Arbeitsplatz. Ist das Frühstück gratis? Ist gratis. Und sonst? Säfte? Säfte haben wir abgeschafft. Nein. Man muss Opfer bringen. Ja, wieso das denn? Das ist doch so gesund.
Ja, also sagen wir es mal so, wir haben die Firma gestartet mit Saft und Kaffee und irgendwann haben wir festgestellt, wir machen sie auch weiter mit Saft, mit Kaffee und Wasser und ohne Saft. Und das ist... Ja, hat der Saft so ins Budget gehauen? Ja, also Saft, aber nicht kraftlos, haben wir das Ganze genannt und ich denke, es funktioniert. Es geht ja um Haltung. Das ist eine Aktiengesellschaft, ja? Ja, ja. Und geht ja auch mal an die Börse, bald so ein New Economy oder so? Nein. 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 Wirklich nicht? Nein. Warum macht man da eine Aktiengesellschaft? Weil es für die Beteiligung der Mitarbeiter etwas einfacher ist. Es ist einfacher zu handeln. Raus, rein, wenn jemand geht und sagt, ich will nicht mehr, dann ist das mit der Aktie leichter als mit Gesellschaft, für uns GmbH. Für uns auch, raus, rein. Ja, ganz ja, klar. Einfach. Gehört euch noch die eigene Firma, fragt man in diesen Tagen gerne mal. Ja, doch. Ja. Das schon. Wer liest, achso, das ist das Buch. Wer liest ein Buch? Ich habe es mit großem Interesse heute Mittag so ein bisschen mal quer gelesen. Aber ich bin ja doch einer, der so aus einer verwandten Branche kommt. Ja? Ist das für Berufseinsteiger gedacht oder einfach für Interessierte an der Werbung? Wer ist die Zielgruppe von diesem Buch? Also im Prinzip alle, die im Mediengeschäft tätig sind, ja? Und alle, die besser werden wollen dabei. Also da gibt es sozusagen Betriebsgeheimnisse aus der Hand, ja? Bisschen. Ja, ja. Mhm. Also es fängt an beim Vorstandsvorsitzenden und es geht aber auch deutlich auf den Bereich Taxifahrer und Vorstandsvorsitzendenfrau, ja. Weil die reden ja bei der Werbung bekanntermaßen auch sehr viel mit, ja. Und da kann es nicht schaden, auch das Level ein bisschen zu erhöhen. Ihr macht ja auch durchaus Werbespots, die, wo sich manche Leute ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, sage ich mal. Ja, wir schauen uns mal einen an, über den die Stadt Fulda zum Beispiel sehr begeistert war. Fulda, Deutschlands deprimierendste Stadt. Düstere Monotonie. Trostlose Straßen. Die Menschen hier leiden stumm hinter den grauen Fassaden. Ihre einzige Hoffnung, E.S. Sixt. Ja. Ja, hier, Herrschaften aus dem Großraum Fulda. Wie reagiert die Stadt Fulda auf sowas? Also der Bürgermeister hat sich sofort zu Wort gemeldet, ja. Dr. Alois Riel, solltest du unbedingt mal einladen, sehr unterhaltsamer Mensch. Und er meinte im Fernsehen, das könne gar nicht sein, weil Fulda hätte doch beim europäischen Blumenwettbewerb die Bronzemedaille gewonnen. Ja. Eben, das habe ich auch gehört. Eben. Ja. Und ich muss sagen, ich habe gerade wieder von Herrn Riel gehört, der hat also, Schumi hatte ja gerade Mühe mit den Baubehörden in der Schweiz und ja. Hat Riel sofort reagiert und ihm ein Grundstück in Fulda mit Rhönblick angeboten, ja. Preiswert zum Kauf. Also ein sehr rühriger Bürgermeister, der würde gut in jede Stadt passen. Aber er wollte das Buch nicht brauchen. Mehr zu lesen. Nee. Weil er hat ja die Marketing-Chance hinter dem Problem entdeckt, sofort genutzt. Ja, großartig. Hat sich an die Presse gewandt, also ja. Die Zeitung war wahrscheinlich voll. Voll, ja. 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 Ist es schwierig jetzt, also bei Sixt weiß man, der Chef selber segnet diese Ideen alle ab. Ja? Ist es oft schwierig, sagen wir mal, eine Idee, die vielleicht sehr witzig und aber auch ein bisschen radikal wäre, dem Kunden gegenüber durchzudrücken? Ja, sicher. Ja, wir sind ja zu zweit, dann geht das. Also ja? Erst geht einer, wenn das nicht klappt, dann kommt der andere und dann geht das. Ja. Was ist so der größte Widerstand, den man da zu überwinden hat? Die Frau des Kunden? Oder? Nein, einfach die Angst, dass Widerstand erwächst und Klagen kommen und Briefe, die sich beschweren, kommen und das mag man nicht. Also davor hat man Angst. Und natürlich entscheidend ist, dass man als Marketingverantwortlicher von höchster Ebene dafür dann richtig einen Rüffel kriegt und vielleicht den Job verliert. Ja. Also es gibt viele, die dürfen Nein sagen, aber ja. Es gibt nur wenige, die Ja sagen dürfen. Das bitte kurz um Entschuldigung, bitte um Verständnis, tut mir wahnsinnig leid, wir müssen jetzt kurz Werbung machen. Und dann wieder Holger Jung und Jean-Remy von Matt aus der Werbung. Holger Jung und Jean-Remy von Matt, heute von der gleichnamigen Agentur bei uns zu Gast. Und ich finde es ja ganz toll, ihr habt einen Spot gemacht als kleines Mitbringsel hier, nur für euren Auftritt heute hier in der Sendung. Ja, ein Kreativer von uns, Henning ja. Patzner, hat das gemacht und der wird jetzt nur einmal ausgestrahlt. Aber es lohnt sich. Das finde ich toll, weil es sind gleich zwei große Konzerne, die darüber begeistert sein werden. Ja. Mhm. Und wir schauen mal, was sich dann danach tut. Und raten Sie mal, welches Produkt da im Endeffekt beworben werden soll. Thank you.
aufwendig produziert. Aber das Schöne ist, für gute Ideen machen wir alle gerne mit. Das kann man dann auch hinkriegen. Das geht. Das ist dann auch so, das läuft so nebenher, neben der eigentlichen Arbeit. Ne? Mhm. Begeistern sich alle und machen mit und das ist dann nicht mehr so ein finanzieller Kraftakt. Also, ich danke sehr für den Besuch. Ich sage es nochmal, das Buch heißt Momentum. Wünsche euch, dass ihr hattet gerade 10-jähriges Jubiläum, dass die nächsten 10 Jahre mindestens nochmal so erfolgreich werden. Aber die Anfangsklippen und so weiter habt ihr doch schon genommen. Und jetzt hier mit dieser Eventagentur mit 7 Mann oder 7 Damen und Herren in der Nachbarschaft. Auf dem richtigen Gelände. Auf dem richtigen Gelände stehen, die zeigen eigentlich sowas von Erfolg, dass es... Wann habt ihr eigentlich Jubiläum? Hier? Ja. Inwiefern Jubiläum? Ja, weil wir ja Eventagentur sind. Ja, das stimmt, aber wir haben dauernd Jubiläungen. 42. Sendung, in der kein Gast beleidigt ist, 50. Sendung, die der Sender ausstrahlt, 100. Sendung, die überhaupt gemacht wird, 1000. Hatten wir im nächsten Jahr. Kann man viel draus machen. Da kann man viel drüber sprechen. Das nächste ist erst die 1500. Sendung, irgendwie, ich weiß nicht, in 2,5 Jahren oder so. Ja. Wir melden uns rechtzeitig, denn ihr seid ja sicher ausgebucht bis unter das Dach.